Das war ja ein wildes, turbulentes Jahr 2016, das eben zurückliegt. So viele Vorstandssesseln wie in diesem Jahr haben meines Wissens schon ein Jahrzehnt lang nicht gewechselt. Und vor allem viele davon aus heiterem Himmel und selbst für die Betroffenen völlig, völlig unvorbereitet. 2016 war ja für die Investoren schon ein tolles Jahr, vor allem für die Immobilienverkäufer ein tolles Jahr. Der Niedrigzinsphase geschuldet, es war aber auch ein anstrengendes Jahr. Herausforderungen, die für die meisten große Chancen, aber natürlich auch etwas Risiken bilden. Denken Sie nur an das Thema der Meinungsblasen, der Bubbles, in die sich eigentlich alle Menschen, wir alle miteinander uns befinden. Wir informieren uns zunehmend über soziale Medien, wie auch hier Sie ja gerade eben. Und das Wesen dieser sozialen Medien ist ja, dass man genau das erfährt, was man gerne erfahren würde. Das führt zu ganz eigenartigen Dingen, dass eigenartige Menschen Präsidenten werden und anderen sonstigen Besonderheiten. Es führt aber auch dazu, dass man dieses Medium natürlich auch in der Immobilienbranche für die Vermarktung verwenden kann. Ein Thema, das bis dato sträflich vernachlässigt wird, das wird sich 2017 enden, dann weil schon einige Marktteilnehmer auf genau diesen Zug aufspringen. Und das sollten auch Sie tun, wenn Sie den Anschluss an diesen Zug nicht verpassen sollten. Auf der anderen Seite ist es so, dass durch künstliche Intelligenz, die alle Bereiche mittlerweile beeinflussen und in den Bann gezogen haben, natürlich zu einer Veränderung der Arbeitsplätze führt, zu einer Rationalisierung über alle Bereiche, nämlich auch im schöpferischen, im kreativen Bereich, im Bereich der Arbeitsplätze. Die Frage ist, brauchen wir in 10, 15 Jahren tatsächlich noch so viele Arbeitsplätze wie jetzt? Ein richtiges Thema, weil ja, wenn man sich die Projektdurchlaufzeiten von der Idee über die Grundstücksbeschaffung bis zur Realisierung betrachtet, es ja durchaus extrem lange Zeitläufe sind, die weit über 5 Jahre hinausreichen. Und wenn wir vorausdenken, müssten wir uns schon fragen, wie soll ein Bürobau in 20 Jahren aussehen? Sicher nicht mehr so wie heute. Ich bin der Meinung, dass da die Immobilienbranche noch viel zu wenig sich auf dieses wirkliche Kernthema darauf konzentriert hat. Das wäre ein Neujahrsvorsatz für 2017, sich auf diese Dinge zu konzentrieren. Ich wünsche Ihnen ein tolles, neues und erfolgreiches Jahr 2017. Gerd Rodler, Fast Life aus dem Millennium Tower.